Und zwar wollte ich mich mal bedanken für den ganzen Zuspruch wegen dem Video, was ich hochgeladen habe, was gesperrt wurde und jetzt ein bisschen viral geht etwas. Macht weiter so. Ich hätte bis dato gedacht, also ich habe ja nicht erwartet, dass es so krasse Wellen schlägt. Weil ich gedacht hatte mal, in TikTok gibt es immer nur so 15, 16-jährigen Kiddies, die so diese drei Vögel folgen und kein Hirn haben. Aber anscheinend gibt es wirklich noch Menschen mit Verstand, gesunden Menschenverstand, die die Sache genauso sehen wie ich. Das freut mich sehr. Danke für die ganzen Props. Auch viele aus der Bekannten oder Berühmtheiten, bekannten Menschen haben mir geschrieben, sich bedankt, finden das toll, was ich gemacht habe. Ich habe ja nichts Besonderes gemacht, außer meinen Mund aufgemacht. Besonders nach der Sache, was mit der jungen Dame passiert ist in der Türkei, wo ich gesagt habe, Schnauze voll, das reicht's. Diese drei Hauptakteure, Namen will ich jetzt nicht nochmal nennen, ihr wisst ja, wen ich meine, unser Legastheniker, unser Rocky Balboa mit dem schiefen Kiefer und den Obst-Gemüsehändler. Nehmt nicht alle die als Vorbilder oder als Beispiel, denn nicht alle Menschen, wo die auch abstammen von ihrer Herkunft, sind so. Ne? Nicht alle Albaner sind so, nicht alle Araber sind so, nicht alle Kurden sind so. Gottes Willen. Von allen drei Fraktionen habe ich enge Freunde, Brüder, wenn ich aufgewachsen bin. Stabile Leute, erwachsene Leute. Also Menschen mit Verstand. Ja? Ich werde auf jeden Fall heute Abend live gehen und kam ja viele Anfragen, die gesagt haben, wir wollen mit dir live gehen, reden. Kein Problem, könnt ihr heute Abend, 20 Uhr. Und da werde ich auch Fragen beantworten, ist gar kein Problem. Falls jemand mit mir reden will, irgendwas auf den Herzen hat. Ja. Auf jeden Fall wollte ich mich noch bedanken für den Zuspruch. Macht weiter so. Macht euren Mund auf, wenn euch was nicht passt. Lasst uns nicht einschüchtern. Ihr habt es gemerkt, wie das bei denen so läuft, die Taktik. Einfach Namen nennen und hoffen, dass jemand reagiert. Und so erhalten die ihren Support und die Klicks und etc. Ne? Besonders nehmen die jetzt aktuell auch Namen von Rappern, die nichts damit zu tun haben wollen, beleidigen die in der Hoffnung, dass sie sich melden, dass sie live gehen können. Einfach nur peinlich und kindisch. Weil die haben ja keinen Content, die wissen ja nicht mal, was sie machen sollen. Das ist ja einfallslose Menschen sind das. Ja, alle drei miteinander, alle drei Lachnummern. Ja. Gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, bis bald.